Ja, ich hoffe, ihr hattet alle eine richtig gute Pausenzeit gehabt, habt euch gut ausgetauscht und schön, dass ihr zu Hause wieder dazugeschaltet habt. Wir hören jetzt drei Lieder vom Sing-Team und dann den zweiten Teil vom Vortrag.
Ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen. Ich weiß, alle Ketten zersprengen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß. Größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt. Größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Größer ist so ein bisschen mein Schreilied zu Hause. An Tagen,
wo ich mich schwach fühle, wo ich das mit den Kids nicht hinkriege, ungeduldig bin, da drehe ich mir das Lied auf und sage, boah, egal wie hoch der Berg ist, egal wie der Feind gegen mich ankämpft, also mein Gott ist viel größer als meine Scham, meine Fehler, meine Verletzungen, alles. Er ist größer und ist auch größer als diese Pandemie, die uns gerade alles raubt, was wir so sehr lieben. Und ich glaube daran, dass Gott größer ist als jeder Umstand. Und ich will uns das immer wieder zurufen und mir selber zurufen, das so oft singen, bis es einfach wieder in meinem Herzen ankommt, dass Gott über allem steht. Genau, das letzte Lied. Genau, lasst es euch auf der Seele schmecken, genießt es, denn wir wollen einfach Gott die Ehre geben, weil er es würdig ist. Allen Stolz, der in mir ist, lege ich ab. Jedes Lob, das ich bekam, gebe ich dir wieder her. Denn es gibt nichts, was vergleichbar ist mit dir. Nur du allein bist würdig, du allein bist würdig. Und du hörst auf jeden Ruf, der zu dir dringt. Immer gibst du, immer liebst du, du bleibst immer gleich. Und aus deiner Hand kommt alles, was ich brauch. Ich gebe dir die Ehre, ich gebe dir die Ehre. Du bist würdig, du Ich danke euch ganz herzlich. Was für passende Lieder und
Was kann man da noch hinzufügen zu den Texten? Der zweite Teil von Ruhe in unruhigen Zeiten. War schön, ein paar Gespräche zu führen hinten und einige von euch kennenzulernen, eure Geschichten. Und wir haben in der ersten Hälfte gesehen, übrigens, die im Livestream sind, was habt ihr verpasst für ein Essen, was wir hier gehabt haben? Nur, dass ihr es wisst. Und von den Jungs gekocht, also irgendwelche Muttis hier haben es richtig gemacht. Ihr habt sicher auch Spaß gehabt. Und herzlich willkommen auch euch zurück im Livestream, die wieder zugeschaltet haben. Genau, wir haben gesehen, dass Ruhe in unruhigen Zeiten, Ruhe hat nichts mit Umständen zu tun. Dein Leben kann noch so ruhig verlaufen und trotzdem kann das Herz völlig aufgewühlt sein. Dein Leben kann voller Hektik und Arbeit und Stress sein und trotzdem kann ein innerer Zustand der Gelassenheit und der Ruhe dich leiten und führen. Also unruhige Zeiten ist etwas, was letztlich nur hier drinnen passieren kann. Jesus, als er den Sturm gestillt hat auf dem See, ich glaube, er hat absichtlich ein bisschen weiter geschlafen, weil er diesen Sturm auch stillen wollte bei seinen Jüngern und ihnen beibringen, dass auf ihn völligen Verlass ist. Wir haben auch gesehen, dass die unruhigen Zeichen, die Umstände, der Spott, der Hohn, die Einsamkeit, Verluste, Rückschläge, das Gefühl, alle anderen sind gesegnet, aber ich nicht, das Gefühl, mache ich was falsch oder hat Gott was gegen mich oder warum die und ich nicht, die enttäuschte Liebe, die enttäuschte Freundschaft, die gebrochene Freundschaft, alles, was uns aufwühlt und Unruhe bringt, dass Gott das zulässt oft, weil das eine Art Einladung ist. Dir nah zu sein, ist mein Glück. Das lernen wir nur durch die Dinge, die schieflaufen. Ich habe beten gelernt, als die Dinge schiefgelaufen sind und nicht in den erfolgreichen Zeiten. Christen gedeihen am meisten und haben ihre Sternstunde, wenn alles bröckelt um sie herum. Ich sage das sehr behutsam, weil es gibt Dinge in meinem Leben, die ich nie wieder erleben will, glaub's mir. Und trotzdem, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, das sind die Zeiten, wenn ich mir nicht erlaube, bitter zu werden, in denen ich Gott am engsten erlebt habe und immer wieder erlebe, ihn immer wieder bitte, Herr, bitte, gute Zeiten wären auch mal schön. Aber lass mich dieses Gefühl der absoluten Abhängigkeit von dir nie vergessen. Und wie fragil das Leben ist und das Glück ist und wie sehr ich an dir hängen muss, auch in den guten Zeiten. Wir haben gesehen, wie die Stadt Bethlehem sich geändert hat, wie Gott gewirkt hat durch diese zwei ganz normale bürgerliche Frauen, die sich auf seine Gnade geworfen haben. Am Anfang die Frauen lästern, schielen zur Seite und am Ende segnen sie aus bitteren Frauen, aus lästernden, geistlich trägen Frauen sind prophetische Frauen, die in dem Sinne, dass sie wirklich das Heil Gottes erblicken in diesem kleinen Kind, ohne es zu ahnen. Also die Atmosphäre ändert sich, auch in Bethlehem. Die Spötter schweigen. Und so glaube ich, wenn wir diese Ruhe im Herzen festhalten, finden in Christus, dann können wir durchs Leben erhobenen Hauptes, auch durch die Corona-Zeit, auch durch den Spott und Unverständnis von unserer Gesellschaft, die immer mehr wird gegenüber Christen, die wirklich glauben. Und ich glaube, da könnt ihr auch ein Lied davon singen. Ruhe als Seelenzustand in ihm. Was Augustinus, einer der alten Kirchenväter, our hearts will be restless until they find their rest in thee. Unsere Herzen sind unruhig, bis sie ihre Ruhe in dir finden. Eine Ruhe, die selbst bis in den Lebensabend und bis zum Sterbebett hält und drüber hinaus. Das ist die letzte Sicherheit, die wir haben, ist, dass selbst der Tod kann nichts anhaben an einem Christen, der in der Auferstehungskraft des Herrn lebt, durchs Kreuz und durch die Auferstehung. Eine kleine Geschichte, Mutteralltag, weil ich hier gemerkt habe, dass es hier viele Muttis gibt, die Dinge, die uns manchmal als Muttis unruhig machen, wenn ich schon dabei bin. Es gibt eine, wenn ich spazieren gehe, wir sind umgezogen, ich spaziere gerne in unserem alten Haus, ist nicht sehr weit weg von unserem neuen Haus, das auch nicht mehr so neu ist. Und da besichtige ich oft die Thuja-Hecke zwischen unserem alten Haus und dem Nachbarshaus. Und da sind zwei Büsche, die eine leicht andere Farbe haben als der Rest.
erzähle euch kurz warum. Ein leichter Brandgeruch begrüßte mich an der Haustür. Im Haus herrschte eine gespenstische Stille. Ich hatte meine Tochter vom Klavierunterricht geholt, während mein Mann die Stellung zu Hause hätte halten sollen. Wo sind die Jungs? Rief ich hoch ins Arbeitszimmer. Sie denken gerade nach, antwortete mein Mann gelassen. Also ihn ist nichts aus der Ruhe zu bringen. Es ist manchmal nicht immer vorteilhaft, mit einem Mann verheiratet zu sein, der nie ein Problem hat mit irgendwas. Und ihn beizubringen, wenn ich ein Problem habe, Schatz, dann hast du automatisch eins. Sorry. Sie denken gerade nach, worüber, rief ich zurück in einer leichten Panik. Schau die Hecke an, kam fröhlich zurück. Aber keine Sorge, den Kindern ist nichts passiert. Ein kurzer Blick genügte, um das Ausmaß der stattgefundenen Katastrophe aufzunehmen. Ein schwarzes Loch klaffte in der Thuja-Hecke, die unseren Garten von den Nachbarn trennte. Zwei Büsche fehlten. Die Jungs hatten Pfadfinder gespielt und Streichhölzer aus der Küche geholt, als Papa gerade am Telefon war. Da muss man sagen, Pastor am Telefon, die Kinder kriegen sehr schnell mit, wenn Mama oder Papa lange am Telefon sind, dass sie alles anstellen können, was sie wollen. Weil Pastor will guten Eindruck geben und die Pastorenfrau will ihr Kinder nicht anbrüllen, während sie mit einem Gemeindemitglied am Telefon ist. Da wird das Image gekratzt. Meine Kinder haben das sehr schnell verstanden. Also alles, was sie, wenn sie sich gegenseitig die Haare geschnitten haben, war es immer, wenn es Mama am Telefon war. Sie wussten, da wird nicht geschimpft. Der Zimmerarrest mit der Pause zum Nachdenken führte zum üblichen Ergebnis. Nein, meinten unsere Söhne, sie seien nicht dran schuld. Papa hätte besser aufpassen sollen. Wir müssen für das Pfadfinderkampf üben. Oder blöde Nachbarn, ihre Hecke hätten sie woanders hinpflanzen können. Später am Nachmittag legten zwei reumütige Jungs eine Pralinenschachtel mit einem Blumenstrauß vor die Haustür der Nachbarn, die zum Glück erst abends vom Urlaub zurückkommen sollten. Auf einer Karte stand, liebe Nachbarn, wenn Sie zu Hause ankommen, werden Sie ein großes Loch in Ihre Hecke vorfinden. Dies ist unsere Schuld. Es tut uns von Herzen leid, wir bitten um Verzeihung, wir werden die Büsche so schnell wie möglich ersetzen, Ihre Stefan und Daniel vollkommen. Das ganze Prozedere hatte sage und schreibe 2,5 Stunden Überzeugungsarbeit gekostet. Einsicht gewinnen, 1/2 Stunde. Pralinen kaufen, 1/2 Stunde. Text verfassen, 1/2 Stunde. Nochmal Text verfassen, dieses Mal ohne die Ausreden, wir haben aus Versehen. Und in schönste Schrift ins Reine schreiben, 1 Stunde. Das Bewusstsein, dass beim nächsten Vorfall das ganze Spiel von vorne wieder losgehen würde, machte die Arbeit umso mühsamer. Verantwortung für Fehltritte zu übernehmen, gehört nicht zu unserem menschlichen Erbgut. Unser Gedächtnis tut sich schwer damit, aus Fehlern zu lernen und Konsequenzen zu ziehen. Unglaublich, gell? Vor allem wie Kinder, aber auch Erwachsene. Wir werden sofort die Geschichte umschreiben, damit wir nicht schuld sind. Oh, was ich? Nee, die waren es und die anderen machen das auch. Und wenn du netter zu mir gewesen wärst. Die Rede erwies sich als, Lukas 15, wenn man Schuld bekennt, zurück zur Hecke. Die Nachbarin bedankte sich abends mit einem breiten Grinsen im Gesicht für das nette Geschenk. Schön, dass es heute noch solche gut erzogenen Kindern gibt, strahlte sie. Ich beichtete ihr, dass diese Darstellung kindlicher Tugendhaftigkeit nicht ohne erheblichen Aufwand passiert sei. Der lange Weg zum kurzen Wort. Sorry, junge Muttis, jeden Tag erlebt man solche Überraschungen. Da denke ich echt, ist der Ruf erst ruiniert. Da erwartet man gar nichts und dann ist man überrascht, fröhlich überrascht, wenn die Kinder halbwegs lieb sind und einen guten Eindruck geben. Oder wenn die Kinder auswärts lieb sind, also wie sie zu Hause sind, war mir egal. Hauptsache außerhalb von zu Hause. Sie zeigen ihr bestes Verhalten. Noch eine kleine weitere Einladung zu Start in den Tag Podcast auf meiner Homepage kann man auch ein bisschen stöbern und Newsletter bestellen. Podcast, das war eine riesige Herausforderung für mich, kleine Botschaften in 3 Minuten zusammenzufassen. Das ist viel schwieriger als 1 Stunde. Und ich war fast am Verzweifeln und dann habe ich die christlichen Podcasts, die liste ich, habe mich nie dafür interessiert bisher, bis ich selber eine machen sollte. Und oben auf der Liste zu Ostern war ein Podcast, die Rankings, gell, die am meisten gehört werden. Die ersten 4 Stellen belegt von einem Thema, warum das Kreuz unnötig gewesen wäre. Ostern-Thema. Mir ging ein Stich durch das Herz. Christliche Podcast, warum Jesus hätte nicht sterben müssen. Es hat so weh getan. Und das war der Punkt, wo ich dachte, ich mache es wie Naomi, ich mache mich auf
erst recht, warum das Kreuz nötig war und bitter nötig war, ist das Kernstück des Evangeliums. Und so dachte ich, bis ich mir den Mund fusselig rede, rühme ich mich in diesem Kreuz, wie Paulus. Ich kenne keinen anderen Ruhm wie Paulus. Und wenn Jesus nicht gestorben wäre und auferstanden, wären wir die elendsten aller Frauen. Also es ging richtig in mir hoch, dieses, wenn die Christen aufhören, die Kraft dieses Kreuzes zu verkündigen. Und natürlich ist es unappetitlich, natürlich ist es nicht cool. Natürlich ist die Botschaft, tut so weh, aber gerade deswegen so nötig. So tief wie meine Sünde war, meine Rettungsbedürftigkeit. So groß und notwendig waren die Qualen, die der Sohn Gottes durchleiden musste, um mich aus der Hölle zu holen und in sein Reich hineinzubringen. Wenn wir die Botschaft nicht haben, was haben wir noch? Gar nichts. Und das ist die zweite Hälfte von dem Thema Ruhe in unruhigen Zeiten. Und da, wie ich vorhin gesagt habe, wollen wir einen Mensch anschauen in der Bibel, der noch einen Tick mehr gelitten hat wie Naemi. Ihr wisst, dass ihr kennt den Begriff, oder den, das ist sogar in Volksmund übergegangen, Hiobsbotschaften. Selbst die Nichtchristen kennen dieses Wort, Hiobsbotschaften. Wir sagen auf Englisch, it doesn't rain, it pours. Es regnet nicht nur, es schüttet runter. Wenn eine Sache nach der anderen schiefläuft im Leben und für Unruhe sorgt. Und ja, Hiobsbotschaften sind solche Botschaften. Ich werde euch zeigen, warum ich andere Botschaften als Hiobsbotschaften inzwischen betrachte. Hiob, ich kann es natürlich nicht alles lesen, die Geschichte ist viel länger wie Naemi und Ruth. Früher habe ich es übersprungen, Hiob, weil ich das so deprimierend fand. Ich habe Ende von Esther, Ende schön, Happy End, jüdisches Volk gerettet. Dann kommt Hiob, ich habe den Anfang gelesen und dann das Happy End ganz schnell und dann die Psalmen. Kann man wieder aufatmen, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Inzwischen, irgendwann kommt das Leben dazwischen, oder man lernt oft die Sprüche als Kinder. Wir haben immer Gummibärchen gekriegt für Bibelverse, die wir auswendig gelernt haben. Also ein Gummibärchen für die 10 Gebote jeweils, 2 für die Seligpreisungen, weil sie länger sind. Wenn du Psalm 23 aufsagen konntest, hast du ein Missionsbuch von Amy Carmichael oder Hudson Taylor oder Carl Studd bekommen. Und dann kehrst, wenn du schlau bist, kehrst du später im Leben immer wieder und immer mehr zu diesen Texten zurück, weil auf einmal geschehen Dinge. Und du verstehst, was David gemeint hat, wenn er gesagt hat, auch wenn ich wandere durch das Todestal, ich werde kein Übel fürchten, weil du bist bei mir. Auf einmal geht's unter die Haut, wenn du selber in so einem Tal dich befindest oder warum betrübst du dich, deine Seele? Meine Seele, hoffe doch auf Gott. Ich werde ihn noch preisen. Das war, nachdem ich eine tiefe Enttäuschung in einer Beziehung mit dem jungen Mann, den ich ursprünglich heiraten wollte, das war mein Vers. Warum betrübst du dich, Beise? Hoffe auf Gott, steh wieder auf, diene dem Herrn. Nimm das als Einladung, dein Leben zurück in die Hände des Herrn zu geben und zu sagen, ob Single oder verheiratet oder egal wie, ich gehöre dir Haut und Haar. Ich bekehre mich neu und immer wieder nehme ich mein Kreuz auf mich und ich sage dir, Herr, und nicht mir. Dieses Leben ist dein Eigentum. Und immer wieder diese Einladung. Hiob, Serie von Desastern. So krass ist seine Story wirklich in den Volksmund übergegangen ist. Sein Hab und Gut, sein Kapital verliert er, seine Mitarbeiter, sein Menschenkapital, seine Kinder und Enkelkinder dem Erdboden gleich. Wir wissen nicht, wie lang, in welcher Zeitrahmen das war. Es gab Naturkatastrophen, es gab militante es gab Terrorangriffe von einer Milizgruppe und alles weg. Gut, dann meint man, ja, seine Ehefrau ist noch da, vielleicht ist das eine Hilfe. Der Ehe steht man ja zusammen in Desastern. Fehlanzeige. Die Frau hat nichts mehr zu sagen als fluche Gott und sterbe. Was hat dir deine ganze Frömmigkeit gebracht? Man kann es ihr nicht verdenken. Sie hat ihre Kinder alle verloren. Also das ist unvorstellbar. Aber die Gemeinde könnte doch eine Hilfe. Die frommen Freunde, oder? Die sind doch dazu da, um einen durchzutragen. Auch Fehlanzeige. Seine Freunde schweigen 2 Wochen lang. Schon mal gut. Das Buch wäre viel kürzer, wenn sie weiter geschwiegen hätten. Und dann fangen sie an, ihn anzupredigen, oder? Zeigefinger. Und wenn du bist so ein
böser Kerl und wenn du da besser gemacht hättest und da besser gemacht hättest. Hauptsache gesund. Also wenn ich noch gesund bin, dann werde ich doch Corona auch überstehen und alles andere. Nein, er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Er wird auch noch krank. Es läuft immer, auch bei uns, nicht nur bei Hiob, läuft es immer eine andere Geschichte. Hiob wusste nicht um diese etwas fiese Deal zwischen Gott und dem Teufel, der gemacht wurde am Anfang. Die Geschichte nicht kennen, lest sie nach, es ist spannend. Der Teufel kommt zu Gott und sagt, tja, Hiob ist zwar sehr fromm und aufrichtig, aber ja kein Wunder, er ist so gesegnet. Guck mal seine Herde, seine Kamele, guck mal sein Edelholz in seine Garage. Guck mal die Goldsachen in seinem Bad und so. Ja, wenn jemand all das hat von dir, klar ist er fromm. Aber Gott kennt seinen Hiob und er sagt zu Satan, nimm das alles weg. Und Satan sagt, wenn wir mal schauen, ob er immer noch so fromm ist, nimmt er alles weg. Was macht Hiob? Fällt auf den Boden und betet Gott an. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gesegnet sei der Name des Herrn. Es gibt immer eine Vorgeschichte. Was für ein Mann, das ist, was rauskommt, wenn die Katastrophe sein Leben schlägt. Kommt Satan wieder, ja, gesund ist er noch, nimm deine Gesundheit weg, dann ist es aus mit ihm. Nur zu, sagt Gott, er kennt seinen Hiob. Und Hiob wird auch noch krank, sozial ausgegrenzt. Immer noch hält er fest an seinem Gott. So viel Unruhe gibt es in keinem anderen Leben wie bei ihm. Mitten in der Asche sitzt er. Warum? Das war vermutlich eine Mülldeponie außerhalb der Stadt, auf die Tierexkremente und Menschenexkremente, sonstige Abfälle entsorgt und verbrannt wurden. Deshalb Asche. Also es ist die Bild von absoluter Verwahrlosung eines Menschen. Ergibt sich die Frage, warum ein ehemals angesehenes Stadtoberste in Hiob 29, lesen wir, er war sowas wie Bürgermeister, er war respektiert, der rote Teppich wurde für ihn ausgelegt. Die Jugendlichen haben sich gebeugt vor ihm. Seine Worte wurden gehorcht und gehört, Autogrammstunden gemacht, so stelle ich es mir vor. Also es ist ein Sturz in jeder Hinsicht. Auch es ist ein bisschen die männliche Variante von Naomi, aber noch schlimmer. Zu allem anderen kommt Spott und Hohn. Und ich glaube, es ist die eine Sache, zu leiden im Leben. Und ich glaube, das schlimmste Leid ist wie Naomi. Auch was? Naomi? Hättest du sie wieder erkannt? Nein, ich nicht. Guck mal, wie grau ihre Haare geworden sind. So viele Falten im Gesicht, Mann. Hiob noch schlimmer. 30 Kapitel lang. Spott, Spott, Spott. Unaufhörlich. Mehr als nachvollziehbar ist seine Klage, dass ich wäre wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, da Gott mich behütete. Das sieht man schon. Nicht in den Tagen, wo ich zig Kamelenherde hatte, wo ich Wohlstand hatte, wo mein Bankkonto im Überfließen war. In den Tagen, wo Gott dabei war. Und da kommen wir zum ersten Punkt. Die Sehnsucht Hiobs in seinem langatmigen, verbalen Ringkampf mit Gott. Herzzerbrechende Ausführlichkeit. Fällt eine Sache auf, das fiel mir erst eigentlich nicht lang, sehr lange her. Ich habe das Buch immer wieder durchgelesen. Dann denke ich, hallo, Moment. Der Verlust, den er beklagt, ist nicht der Verlust seiner Sachen. Er will nicht sein Zeug wieder zurück. Keine Stelle. Natürlich sehnt er sich nach den guten alten Tagen, wie wir das auch in der Corona-Zeit machen. Ach, damals, wo wir noch Kaffee trinken konnten und mit den Kindern spielen, ohne immer Angst zu haben, dass irgendjemand die Polizei holt und so weiter. Gottesdienst feiern, ohne immer auf heißen Kohlen zu sitzen. Das schon. Aber der eigentliche Verlust, den er beklagt, ist der Verlust der Nähe Gottes. Er ist auch einer, der kapiert habe, Ruhe muss hier drinnen sein. Und diese Ruhe ist weg. Wo ist er? Wo ist mein Gott? Wo ist der, nach dem meine Seele sich sehnt? Und einen Vers möchte ich ein bisschen einfach in Fokus bringen heute. Und das ist in Hiob 14, die Verse 14 bis 17. Ich habe in dem Buch Leben am reich gedeckten Tisch, habe ich dann ein Kapitel zu Hiob, die Stationen seines Werdegangs durch die Krise hindurch, die Unruhe hindurch und wie er da durchkommt, diesen inneren Prozess, ein bisschen ausführlicher, wie ich das jetzt machen kann. Alle Tage, jetzt pass mal auf, alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung käme. So fängt er an. Und dann, du würdest rufen. Ich würde dir antworten.
Nicht, du würdest mich segnen und ich würde Danke sagen. Nicht, du würdest mir Erleichterung geben und diese blöden Wunden an meinem Körper heilen und dann wäre ich wieder froh, sondern du würdest rufen. Ich würde dir antworten. Du gäbest nicht Acht auf meine Sünde. Also, wir hätten klaren Tisch miteinander. Wir könnten Blickkontakt zueinander haben. Und jetzt, mein Vergehen wäre in einem Sack versiegelt und du würdest meine Schuld zudecken. Hiob 14, 14 bis 17. Erinnert uns an etwas, oder? Schuld zudecken? Mein Vergehen, meine Sünde in einem Sack versiegelt, weggeschleudert? Du würdest rufen, du gäbest nicht Acht auf meine Sünde? Nicht der Ausfall seines tollen Lebens schmerzt ihn, sondern die Ausfall der Nähe Gottes, der gefühlten Nähe Gottes. Die Abwesenheit eines heiligen Schöpfers, der es mit einem sündigen Menschen nicht aufnehmen kann. Hiob hat geahnt und es zeugt von der Gottesfurcht von diesem Mann. Die größte Katastrophe ist nicht die Dinge, die mir passieren im Leben. Die Dinge, die mir genommen werden oder mir gefühlt vorenthalten werden. Das sind nicht die Dinge, die Unruhe bringen. Nicht die gefühlte Not, sondern das Ding, das hier passiert ist. Und die Bibel nennt es Sünde. Das Getrenntsein von ihm. Das ist das Einzige, was mich letztlich meine Seele zerstören kann. Nichts anderes. Das war das Missverständnis, was Jesus oft hatte mit seinen Zuhörern. Sie wollten Lösungen auf ihr Problem. Ich bin krank, heile mich. Ich bin arm, gib mir Geld. Ich bin einsam, gib mir eine Frau oder einen Mann. Ich bin kinderlos, gib mir Kinder. Das sind die gefühlten Nöte. Und es ist okay, wir dürfen zu ihm kommen mit allem, was uns plagt. Siehe Hannah, siehe alle anderen, die zu ihm gerannt sind. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber Jesus wechselt oft das Thema zu dem lahmen Mann, der runtergelassen wird auf der Trage durch das Dach. Was sagt er zuerst? Deine Sünde ist dir vergeben. Und die Leute fassen sich am Kopf. Was? Der hat doch ganz andere Probleme. Seine Beine? Nee, zuerst seine Sünde. Das ist das größere Problem. Und dann sagt er nachher, nimm deine Trage und gehe. Er hat auch an einer anderen Stelle gesagt, hab keine Angst vor dem, der eurem Leib was tun kann. Vor den Corona-Vorschriften, vor denen, die euch einschränken, vor denen, die sich lustig machen über euch, weil ihr anders lebt. Das ist nicht das Problem, nie das Problem. Sondern hab nur Angst vor dem, die in die Hölle werfen kann. Und geht auf immer auf die Ewigkeitsperspektive. Nicht die gefühlte Not, die ist da, um dich in die Gegenwart Gottes zu treiben, zu drängen. Deine Einsamkeit, deine Enttäuschung, deine Frust, deine Krankheit, dein Verlust, deine Trauer. Das sind die Gaben Gottes, damit wir anfangen, emsig und inbrünstig nach ihm zu suchen. Und wir spüren, wie sehr wir ihn brauchen. Und deshalb sollen wir sie als seine Stimme sehen. Dir nah zu sein, ist mein Glück. Und dann kommt es noch heißer, Hiob 9, 33 bis davor, oh, gäbe es doch einen Schiedsrichter, der zwischen uns vermitteln könnte. Es sind nicht bessere Umstände, die ich brauche, Herr. Es ist nicht die Erfüllung meiner Sehnsüchte, die ich brauche. Es ist den Schiedsrichter, den ich brauche. Ich brauche dem, der eine Brücke baut zwischen mir, sündige, verlorene Menschen, und dem heiligen Gott. Dir nah zu sein, ist mein Glück. Wo bist du, Herr? Das Hilflose, und das ist das Krasse hier. Hiob, das Hilfloseste, oft Opfer aller Zeiten, jede Ungerechtigkeit ausgesetzt, jedem Spott und Leid. Er sieht sich in erster Linie als Täter, als rettungsbedürftig, als der, der Hilfe von Gott braucht. Deshalb heißt es, vergib uns unsere Schuld. Das ist mein Hauptproblem, egal wie mein Leben aussieht. Ich muss diese Nähe Gottes haben. Ich muss diesen Schiedsrichter in Anspruch genommen haben. Er macht eine Checkliste, Hiob 31, 13. Er geht sehr wohl durch die Sünde, er hält fest an seiner Gerechtigkeit. Er redet hier von dem allgemeinen Zustand des Menschen. Er geht durch, wenn ihr die Kapitel 31 lest, all die wichtigen Dinge. Es ist ein herrliches Kapitel über Gemeindeleiterschaft eigentlich, über Verantwortung. Ich meine, wir haben alle Verantwortung irgendwo, auch als Frauen, für unsere Familien, für andere Frauen, für unsere Nachbarschaft. Und er geht da durch. Sexualität, Großzügigkeit, Gastfreundschaft, habe ich nach den Armen geguckt. Also er macht nicht auf große Macho-Geschäftsführer, der reich ist und tolles Haus und so weiter,
sondern er geht all die Dinge durch, die eigentlich wichtig sind in unserem Leben. Heiligkeit in unserer Sexualität, Großzügigkeit mit unserem Geld, ein Blick für die Armen und die Ausgegrenzten, für die Witwen und die Waisen und dass niemand unter unsere Würde ist. Das habe ich meinen Papa so geschätzt. Er war Geschäftsführer, er war nicht Missionar in Nigeria, er war Geschäftsführer einer sehr erfolgreichen Firma. Und was ich von ihm gelernt habe, er hatte Kontakt zu geldschweren Kunden und zu Prominenz in Nigeria. Also damals war es noch ein bisschen noch Kolonie und sind manchmal sehr wichtige Leute aus England gekommen. Und er war immer derjenige, der die Dinnerpartys und so weiter und die Prominenz treffen. Aber er hat den Hofkehrer in seinem Büro und die Arbeiter und die Gärtner mit genau der gleichen Würde und Höflichkeit und Respekt behandelt als irgendeine adligen Prominenz aus England. Hiob checkt das alles durch. Ein wunderbares Bild für ein gottesfürchtiges Lebensstil, gottesfürchtigen Lebensstil. Was ist Sünde? Worum geht es? Was ist das, was uns von Gott trennt? Oft sagen mir Leute, ja, ich habe ja doch niemand gemordet. Ich habe nie was gestohlen. Das ist es nicht. Die ganz krassen Dinge, wisst ihr ja auch, sind nur die Endstation von einer Grundhaltung. Und die kann man auch als sehr frommer Mensch haben. Das ist um mich, meine, mich, ich, mich, meine. Das ist Sünde. Zum Beispiel sich immer übersehen fühlen, immer im Mittelpunkt sein wollen, immer denken, dass der andere es besser hat als ich, sich immer benachteiligt fühlen. Findest du nicht auch Leute sehr anstrengend, wo man immer nach ihnen gucken muss, sonst sind sie bitter und verletzt. Immer gekränkt sein, immer alles falsch verstehen. Und ja, wie gesagt, manche sitzen auch in Gemeinden drin, die immer aufpassen müssen, oh, hoffentlich habe ich nichts Falsches gemacht jetzt. Nichts Falsches gesagt. Immer lästernd, immer kritisch. Meine Meinung ist die einzige Richtung. Ich muss mich hier durchsetzen. Ich muss alle Vorteile für mich und meine Familie reinholen. Ach, da kommst du ein bisschen näher. Autsch, da fühle ich mich auch ertappt. Schmollen, faul sein, unzuverlässig sein, träge sein, geistlich. Alles, wo ich versuche, das Glück an mich zu reißen und natürlich Ehebruch und Unzucht und Stehlen und Klauen und Mordern und so weiter, Steuerbetrug, was auch immer, ist nur die Endstation davon. Sünde ist letztlich nicht glauben, dass Gott nach mir schaut, nach mir selber schauen wollen. Wie viele Frauen enden in den falschen Betten, weil sie versuchen, das Glück an sich zu reißen und zu hoffen, dass es gut ausgeht und in der Regel geht es nicht gut aus. Geben sich billig hin. Und wieder meine Ermutigung an euch jungen Damen und Single-Damen. Lebt heilig für den Herrn. Überlässt es ihm. Ob du einen Ehemann bekommst oder nicht. Dir ist nichts vorenthalten worden, wenn du Single bleibst. Nicht in Christus. Sogar eine sehr hohe Berufung. Du bist nicht übrig geblieben. Wer sagt das? Die Welt sagt das. Du brauchst einen Freund. Du bist so hübsch und noch keinen Freund. Lach ihnen ins Gesicht. Und sag, ich habe einen, der heißt Jesus. Und er reicht. Und er sorgt für alles. Wenn ich das einfach als kleine Ermutigung mit auf den Weg gehen darf, dir ist nichts vorenthalten. Du bist vollständig in ihm. Alles, was du brauchst. Und dann wart mal ab, was für Abenteuer er in dein Leben bringt. Und leb voll ausverkauft für Jesus. Dien deine Gemeinde. Diene den anderen Frauen. Helf die Muttis. Werf dich in die Arena. Und ja, nicht zu Hause sitzen und dich selber bemitleiden, weil es lohnt sich nicht. Es macht dich auch nicht hübsch. Sondern wenn du ihn liebst von ganzem Herzen. Du würdest rufen, jetzt müssen wir mal weiter mit diesem Rufen Gottes. Und ich würde antworten, du würdest rufen. Hiob stellt im Laufe seiner Suche fest, er ruft die ganze Zeit. Er ruft die ganze Zeit. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht ruft. Das Problem sind diese Ohren, die zu vollgestopft sind mit Ablenkungen, mit anderen Stimmen, die auf meine Seele eingeprasselt kommen. Was ruft er die ganze Zeit? Das ganze Buch ist ein einziges Rufen Gottes. Und Adam, wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder? Höre, o Israel. Ich war bereit, von denen gesucht zu werden, die nicht nach mir fragten. Den ganzen Tag rief ich, hier bin ich, hier bin ich, Jesaja. O Land, Land, höre das Wort des Herrn.
Was fordert der Herr von dir, Micha, als dass du Gnade liebst, Gerechtigkeit ausübst und demütig mit deinem Gott wandelst? Das ganze Alte Testament, ein einziges, dringliches, unaufhörliches, verzweifeltes Rufen Gottes und die Psalmen erst. Dein Rufen, dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß, ein Leuchte für meinen Weg. Er sandte sein Wort und heilte sie. Sein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, Paulus, ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Jeremia, glaube ich. Es war bei Elia, als er seinen Zusammenbruch in der Wüste hatte. Was war es? Es war die Stimme. Es war das Rufen Gottes. Es war nicht das Brausen und Sausen und Blitz und Donner und Erdbeben und Feuer, das ihn wieder auf die Füße brachte. Das hatte er bei Berg Karmel erlebt. Und es hatte ihm nichts gebracht. Es war das Säuseln, es war das Rufen Gottes, die Stimme, das Wort bringt diesen müden Krieger wieder auf die Füße und Ruhe in sein Leben hinein. Er sandte sein Wort und heilte sie. Es werde Licht, das Wort, das der Geist des Herrn schwebte über der Dunkelheit und Gott sprach und es wurde. Das ist das Rufen Gottes. Gott sprach und es wurde Licht. Das Wort des Herrn geschah zu Mose, zu Elia, war ein Ereignis. Die Emmaus-Jünger, die müde von der Kreuzigung, sich müde nach Hause schleppen und Jesus gesellt sich zu ihnen. Und was macht er? Erzählt, oh, es gibt ganz neue Erkenntnisse und das alles, das alte Buch ist schon überholt und wie könnt ihr dran glauben? Er nimmt das Buch, er legt die Schriften aus. Vom Anfang bis zum Ende. Ich habe das in meinem Podcast als Thema zu Ostern gehabt. Alles, was ihn betraf, die ganze Alte Testament, weist auf dieses Kreuz hin. Und ich habe einige der Stellen angeschaut, die er vielleicht ausgelegt hat für sie. Die Schriften, das Wort, das Rufen. Und was sagen die Männer nachher? Hat unser Herz nicht in uns gebrannt, als dieses Rufen Gottes, dieses Wort Gottes in unser Herz wieder reingefallen ist und reingekommen ist. Es gibt einen Schiedsrichter. Siehe, im Himmel ist mein Zeuge, mein Fürsprecher ist in der Höhe. Hiob 16, 19. Im Laufe von Hiob sehen wir, wie dies hoffen und schön wäre es, wenn und wenn es nur und ich würde rufen und du würdest und würde. Auf einmal ist es ein Ist-Zustand. Mein Zeuge ist im Himmel. Mein Fürsprecher ist in der Höhe. Aus Hoffnung wird Gewissheit. Und Fakt, es gibt einen. Und wir wissen, das Rufen, Johannes 1, das Wort wurde Fleisch. Das Rufen Gottes bekam ein Gesicht, bekam ein Dialekt, eine Biografie, eine Haarfarbe. Die Kinder liebten ihn, die Armen und die Verzweifelten rannten auf ihn zu. Als die Zeit gekommen war, sandte er seinen Sohn, der Moment der Rettung, der lang ersehnte Erlöser, die Erfüllung wie Hiobs Traum. Hiob hat es geahnt, nur geahnt. In der Dunkelheit sieht man sehr klar als Christ, als Diener Gottes. Und je dunkler es wird, je pechschwärzer das Finsternis um ihn wird, sein Herz in Stacheldraht eingepackt. Alle Krücken weg und er fängt an zu sehen. Er sieht den Erlöser, er sieht die zwei Balken auf einem Hügel. Er ahnt, ich bin Teil einer Geschichte, die absolut umwerfend ist. Ich verstehe es nicht, die Wunden kratzen noch, die Einsamkeit treibt mich noch in Tränen, die Frau flucht noch, die frommen Freunde predigen mich immer noch an. Ich habe immer noch nichts. Ich sitze immer noch auf meinem Aschenhaufen, aber irgendwas keimt in mir hoch. Irgendwas läuft hier. Irgendeine Geschichte, von der ich nur die blasseste Vorahnung habe. Aber selbst diese Vorahnung ist genug, um mein Herz mit Freude zu füllen. Und wir wissen, wer dieser Fürsprecher war. Wir wissen, wer dieser Schiedsrichter war. Wir wissen, dass einer sich zu Hiob gesellt, er ist nicht alleine. Gott begibt sich auf die Anklagebank und sitzt mit ihm. Das Kreuz antwortet nicht alle unsere Fragen. Gott ist nicht sehr gut in Erklärungen geben. Also wie oft habe ich gefragt und geschrien, warum? Ich kriege keine Antwort. In der Regel nicht. Aber die brauche ich auch nicht. Die Antwort, die ich bekomme, ist, dass er bei mir ist. Dass ich nicht alleine bin und es reicht. Das Kreuz antwortet nicht unsere quälenden Fragen, das Kreuz macht die Fragen überflüssig. Wenn ich auf diesen, den Gekreuzigten schaue und ich denke, es gibt kein Leid, das mich jemals getroffen hat, das annähernd dem nahe kommt, was mein Jesus für mich durchgemacht hat. Die Römer, die Kreuzigung, die Römer haben
diese Folterart auf die grausame Spitze getrieben. Mit dem Todesurteil setzt sich eine Maschinerie in Gang, deren einziger Sinn darin besteht, dem Opfer unter größtmöglichen Schmerzen in extrem Zeitlupe das Leben aus dem Körper zu pressen. Das Brüllen dieser Männer konnte man kilometerweit hören. Jesus wusste das. Er hat es oft erlebt. Die Hauptstraße, Zugangsstraße nach Jerusalem war gesäumt, nicht mit Thujahecken, sondern mit Kreuzen, an denen Überreste von gequälten Menschen hingen. Manche schrien noch und die Geier die ganze Zeit kreisten. So war es. Wir müssen diesem Kreuz ins Gesicht schauen. Kein Wunder, dass Paulus gesagt hat, ich habe keine andere Botschaft. Das hat meine Sünde gekostet, den Sohn Gottes. Der Thron, den Jesus besteigt, ist eine vertikale Folterbank. Cicero, ein römischer Historiker von damals, fand allein den Gedanken an eine Kreuzigung so furchtbar, dass er der Meinung war, Römer sollten nicht einmal das Wort in den Mund nehmen. Seneca, noch ein Politiker von der römischen Zeit, hielt die Kreuzigung für schlimmer als alle anderen Todesmartern. Er hat einige andere Todesmartern, das lese ich euch nicht, an. Alles war harmloser, als ans Kreuz genagelt zu werden. Mehr Schmerz und Schande und Demütigung ging nicht. Wir haben das Kreuz ein bisschen verharmlost in unserer Literatur. Wir haben es versucht, ein bisschen salonfähig zu machen, diese Grausamkeit und Ekel da rauszuholen. Also ich glaube, keiner von uns hätte es nur ein paar Sekunden ausgehalten bei einer Kreuzigung. Es wäre uns so übel gegangen. Ich glaube, wir hätten die Flucht geschlagen. Es war schlimm. Hiob war nur die Generalprobe. Es war wieder eine Mülldeponie außerhalb der Stadt, Golgatha. Außerhalb, alles außerhalb war ein Zeichen für Ausgrenzung und Verlorenheit, Verwahrlosung. Wieder dreht und windet sich der gebrochene Überrest eines Menschen. Kaum als Mensch erkennbar in unbeschreiblichen Qualen. Er schnappt nach Luft, er brüllt vor Schmerz bei der jeder kleinsten Bewegung seines zerdrückten Körpers. Er wird zum Außenseiter, damit die Außenseiter nach Hause zurückkehren können. Er marschiert in die Unruhe hinein, damit die Beunruhigten Ruhe bekommen können. Der die Lilien kleidet, wird öffentlich ausgezogen. Dem, der Sünden vergibt, wird keine Gnade erwiesen. Der zum Vater einlädt, wird vom Vater verstoßen. Der lebendiges Wasser anbietet, schreit, ich dürste, und wird mit bitterem Essig abserviert. Der das Licht der Welt ist, wird von Finsternis umhüllt. Der große Tausch der Weltgeschichte. Er kriegt meine ganzen Stapel von Unruhe und gibt mir seine Ruhe. Nimmt meine dreckigen Gewänder ab, wäscht mir die Füße und den Körper. Zum Paulus hat er gesagt, ich muss alles an dir waschen. Und dem jungen Sohn, der zurückkommt in Lukas 15, er muss sich kleiden lassen. Unser Stolz muss sterben. Alles, was wir müssen, diese Gnade empfangen. Er nimmt das Schicksal auf sich, das mir in meinem verlorenen Zustand zugefallen wäre. Er zieht die Notbremse und geht selbst den Weg, der für mich vorbestimmt war. Der Einzige, der nichts schuldet, bezahlt. Der Schuldbrief an meine Adresse, er streicht es durch und schreibt seine Adresse auf. Und ich sage meinen Schülern immer, du schreibst die Prüfung, aber er schreibt es für dich und du kriegst seine Note. 1. Gnade. Gerechtigkeit. Gnade ist nicht Schwamm drüber. Alles egal, was du gezickt hast und selbstsüchtig warst, gesündigt hast, böse Gedanken gehabt hast. Gnade ist nicht Schwamm drüber. Alles okay, ich bin dafür gestorben. Das ist nicht, was Jesus sagt. Die Schulden müssen bezahlt werden. Was wir verschuldet haben, was wir anderen Menschen verletzt haben, schlaflose Nächte bereitet haben, was wir egoistisch waren. Anderen Menschen schulden wir alle was, ob wir es merken oder nicht. Gnade ist, jemand kommt daher und sagt, das kannst du nie und nimmer bezahlen. Gib mir die Rechnung, ich bezahle das. Deshalb können wir nie freudiges Christsein, friedvolles Christsein leben, ohne zu erkennen, wo wir wären ohne Jesus. Wie sehr wir wirklich die Hölle und den Zorn Gottes verdient haben. Unbeliebte Botschaft heutzutage. Aber wir werden Gnade nie erleben und nie richtig verstehen, wenn wir den gerechten Zorn, ja, gegen mich. Ich war immer brav, ich habe nie rebelliert als Pubertierende, ich hatte nette Eltern.
Alle haben bewundert, was für nette Mädels wir drei waren. Bin auf ein Edelinternat, ein Edeluni, Vorzüge, Vorteile gehabt, nie gestohlen. Den ersten Mann, den einzigen, mit dem ich geschlafen habe, war mein Ehemann, alles richtig gemacht. Gitarre gelernt, Pastor geheiratet, Frauenarbeit gemacht, fromme Kinder, wie toll. Und dennoch weiß ich, was in diesem Herzen drin ist und wozu es alles fähig gewesen wäre. Alles nur Gnade. Gnade, Gnade. Und genauso bei dir, wie sehr. Und je mehr ich mit Jesus gehe, desto mehr staune ich, dass er mich überhaupt in seine Mannschaft genommen hat. Dass er überhaupt ein Auge für mich hatte. Für dich. Christliche Reife ist nicht, dass ich Profi werde als Christ. Ja, ich gehöre zum Personal. Bin schon 40 Jahre gläubig. In gläubige Familie. Reife als Christ ist, mit jedem Jahr mehr zu erkennen, wie sehr ich auf diese Gnade angewiesen bin. Wo ich wäre ohne ihn. Ein reifer Christ ist einer, der mit leeren Händen dasteht und sagt, Mann, oh Mann, habe ich Glück gehabt. In nicht frommer Sprache. Und wie gut, dass ich Jesus gefunden habe. Wo wäre ich ohne ihn? Wehe uns, wenn wir Profi-Christen werden, die alles wissen. Je älter du wirst als Christ, desto mehr verstehst du, wie hoffnungslos, rettungsbedürftig du warst ohne ihn. Puh, es kostet Mut, das dem ins Gesicht zu schauen, aber das ist die Quelle unserer Freude. Dann können wir diese Lieder singen mit einer Ausstrahlung, aber wir spüren sie. Und fühlen sie. Es wird nicht nur runtergelesen, die Psalmen oder die Dinge, die wir in der Bibel lesen. Wir wissen, wir hätten die Hölle verdient und sind davon gekommen, weil eine andere die Strafe auf sich genommen hat. Das ist Evangelium und das ist das Evangelium, das bitter nötig gepredigt werden muss, auch heute. Mehr denn je. Ohne ihn sind wir verloren und man braucht nur die Schlagzeilen anzuschauen in irgendeine Zeitung. Und sag mir nicht, dass diese Welt nicht einen Retter braucht. Und wie sehr. Ich werde oft ausgelacht, weil ich als Absolventin von einer Elite-Universität darauf bestehe, dass dieses Buch wahr ist, von ersten Kapitel Mose bis zum letzten Kapitel Offenbarung. Und oft Menschen, die früher mit Jesus gingen und jetzt nicht mehr so richtig an die Bibel glauben, sagen, wie kannst du das glauben? Neulich hat jemand zu mir gesagt, hast du deinen Verstand ausgeschaltet, dass du das alles glaubst immer noch? Ich habe gesagt, nee, ich habe es eingeschaltet. Ich habe es eingeschaltet, weil das Buch ist so stimmig, passt so gut zusammen. Du kannst nicht einen Teil rausnehmen und sagen, ich wähle die Teile, die mir passen und alles andere ist Mythos. Das kannst du nicht machen mit diesem Buch. Entweder ist Jesus vom Tode auferstanden und dann stimmt jedes Wort, was er sagt, oder nicht. Und ich kann nicht sagen, ja, er hat zwar den Tod besiegt, aber naja, Sexualmoral und Gender und all diese Dinge, der war halt ein Kind seiner Zeit, der war er nicht. Er war Kind der himmlischen Zeit. Und liebe Frauen, wir müssen uns nicht entschuldigen für dieses Evangelium. Wir dürfen es hinausposaunen und je mehr die Welt versucht, uns zum Schweigen zu bringen, desto lauter sollen wir werden. Und desto mehr Lärm im Namen Gottes. Meine Mutter hat es mir so mal erklärt, als ich dann wissen wollte, welche der in Afrika waren verschiedene Götter zum Angebot. Ich wollte als Kind wissen, wer ist der Richtige. Nimm irgendwas aus dem Garten in deine Hand, erklärte meine Mutter. Eine der Bougainvillea-Blüten zum Beispiel. Du schaust sie an und stellst dir vor, du hast sowas noch nie in deinem Leben gesehen. Ein schlauer Mensch fragt sich natürlich, wer sowas unbegreiflich Schönes gemacht haben könnte. Manchmal muss man ein Kind sein, um das zu begreifen, dass diese Blumen kein Mensch gemacht haben und unmöglich, oder diese Gräser hier, durch Zufall hätten entstehen sollen. Das müssen wir unseren Kindern erklären. Das weiß jedes Kind eigentlich, besser wie die Erwachsenen. Du schaust ein Kunstwerk an und ganz klar, du willst wissen, wer der Künstler ist. Du willst wissen, ob er ein Autogramm hinterlassen hat, eine Adresse, ein Portfolio hat. Und das hatte Adresse, Portfolio, Name und Unterschrift. Alles in diesem Buch. Und ich weiß noch, wie das als Kind das ganz logisch durchging. Passt das zusammen? Marienkäfer, Regenbogen, Wunder der Natur, Wunder eines Kindes, das im Bauch der Mutter entsteht. Wer hat das alles gemacht? Du kannst mir nicht sagen, meine Hand ist durch Zufall entstanden, aber die Uhr hat jemand gemacht. Ist doch lächerlich, grotesk. Je mehr ich in dem Buch las, desto mehr muss es passen. Das passt. Das ist
der Künstler. Das passt zu dem Kunstwerk da draußen. Und wir dürfen unsere Kinder auch füllen mit Zuversicht und Stolz, dass sie diesen Herrn im richtigen Sinne stolz kennen dürfen. Er ruft weiter. Das Rufen Gottes, wir kommen zurück zum Vers, du würdest rufen, ich würde antworten. Und wir haben das Rufen, das Wort wurde Fleisch. Er ruft vom Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ruft, lasst euch versöhnen mit Gott. Er ruft, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Er zersprengt den Sarg, die Felsen können ihn nicht halten. Denn der Tod kann den Unschuldigen nicht festhalten. Er ruft vor dem offenen Grab, und das ist so toll, die ersten Worte, die er spricht nach der Auferstehung, sind nicht, etch, betch, Feinde, hier bin ich wieder. Seine ersten Worte sind, was weinst du, Frau, zu Maria? Die ersten Worte von dem auferstandenen Herrn. Was bist du so unruhig? Was weinst du? Das Evangelium zusammengefasst in drei Worten. Was weinst du, Frau, vier Worte. Ein amerikanischer Prediger hat zu Ostern geschrieben, wo ich so geknickt war, nachdem ich gesehen hatte, da werden Artikel geschrieben, warum Jesus nicht sterben musste. Oder warum es unnötig gewesen ist, so spöttische Schriften über dieses Kreuz. Da las ich diesen Spruch, if as a Christian you could glimpse the risen king now, wenn als Christ du diesen auferstehenden König vor dir hättest, your eyes would burn, deine Augen würden brennen. You would weep with joy over the sight. Du würdest weinen vor Freude über diesen Anblick. Your heart would race. Dein Herz würde rasen, schneller schlagen. Your fixation on earthly things would drop like a brick. Deine Fixierung auf irdische Dinge würden fallen wie ein Stein. You would break into spontaneous praise. Du würdest ausbrechen in spontanen Lobpreis. You would fall at his feet in submission. Du würdest dich auf den Boden werfen in Ehrfurcht. Ich bete dafür, dass wir diesen auferstandenen König vor uns sehen und diese Reaktion, dass unser Herz berührt. Das ist die einzige Chance, die Unruhe in unsere Seele loszuwerden. Wie ich vorhin sagte, wir können es nicht durch Mechanismen machen, nicht durch Yoga-Übungen oder Entspannungsübungen oder tolle Musik oder Weihrauch, was die Leute alles versuchen, Tücher schwenken, um die Unruhe zur Ruhe zu bringen. Wenn die Unruhe in diesem Herzen ist, kann dieses unruhige Herz es nicht wieder loswerden. Es muss eine Stimme von außen kommen. Du würdest rufen. Und er ruft. Es muss ein stärkeres Gefühl kommen. Simeon, der alte Simeon, konnte dem Tod ins Gesicht schauen, nachdem er den Messias ins Gesicht geschaut hatte und das Kind auf dem Arm hatte und gesagt hat, jetzt kannst du deinen Knecht entlassen, Herr. Ich habe deine Herrlichkeit gesehen. Mit anderen Worten, diese Welt hat mir nichts mehr zu bieten. Ich habe den Christus gesehen. Petrus auf dem Berg der Verklärung. Petrus, der Macher, der Weltverbesserer, der Visionär, der will den Messias auf den Thron bringen, der Zweite sein nach Jesus. Er träumt von Größe und Macht. Und selbst Petrus findet keine Worte für die Herrlichkeit, die er sieht auf jenem Berg. Bis auf, lass uns Hütten bauen. Wir müssen das festhalten. Er wollte nicht wieder runter. Das sind Geschichten, die man auch Sterbenden erzählen kann als Trost. Ein Blick in diese Herrlichkeit, du hast nichts mehr übrig für diese Welt. Du bist froh, wieder los zu sein und wieder weg zu sein von dieser Welt. Und ab und zu in der Bibel dürfen wir spickeln in die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht zu viel, sonst hätten wir keine Lust mehr auf diese Welt. Und so gibt er uns nur genug, um uns Hoffnung zu geben, um Ruhe zu haben. Ich würde zurückrufen. Letzter Punkt, Hiob ruft zurück. Was ruft er? Die neuen Hiobsbotschaften. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es gibt ja viele Varianten davon inzwischen. Warum ist dieser einfache Satz so legendär? Weil Hiob das gesagt hat, bevor seine Umstände wieder ruhig wurden. Nichts hat sich verändert. Hannah hat wieder gelacht und hatte wieder ein fröhliches Gesicht, bevor sie schwanger wurde. Ihre Situation hatte sich nicht geändert. Sie war dem Herrn begegnet. Und auch Hiob. Es wird noch besser. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Hiob 42,2. Der Klassiker von Hiob. Ich hatte dich vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Kein einziges Problem ist gelöst. Er kratzt immer noch, sitzt immer noch in den Aschen, wird immer noch verflucht und beschimpft. Er hat aber was anderes, er hat die andere Geschichte gesehen. Er hat gespickelt
und gesehen, dass er Teil ist von diesem riesigen Heilsplan Gottes. Das ist die Ruhe, die kommt. Nicht etwas, was ich selber erarbeite, sondern das Rufen Gottes in eine aufgewühlte Seele, die einlädt, auf ihn zu schauen. Und das Gefühl, das beklemmende Gefühl der Niedergeschlagenheit wird ersetzt und übermannt durch ein überwältigendes Gefühl der Freude und Erleichterung. Ein Blick in den Himmel. Selbst das Grab kann mir diese Ruhe nicht nehmen. Und dann allerletzter Punkt, der Ruf geht in die Welt. Zuerst Hiob muss seine Freunden vergeben. Er muss sein Leben reinigen. Er hat gesehen, geahnt, der Preis, der für ihn bezahlt wird. Er hat die Gnade empfangen. Und dann kommt das, was die Bibel nennt, die Heiligung. Und das ist nicht Werke, nicht Dinge, die ich abhake. Oft erleben wir unsere Bekehrung und dann haken wir das ab. Wir vergessen, dass dieses Kreuz jeden Tag unser Leben berühren muss. Uns wegzerren aus unserer Ich-Zentriertheit. Und wenn wir dann diesen Blick auf den König haben, können wir uns leisten, zu vergeben, loszulassen, nicht mehr so verletzt zu sein, nicht mehr festzuhalten an vergangenem Unrecht, das uns passiert ist, uns nicht mehr einsam zu fühlen und übrig gelassen und übersehen schon wieder und die anderen bevorzugt und ich benachteiligt. Das erübrigt sich alles. Ein Blick auf dem Kreuz. Was bin ich übersehen worden? Nein, Golgatha spricht eine andere Sprache. Der Schöpfer des Universums hat das für mich getan. Das ist genug Freude für ein Leben lang und alle Ewigkeit und Erleichterung und sich vollständig fühlen. Wir können uns leisten, unser Geld wegzugeben. Wir können es uns leisten, unsere Häuser zu öffnen für andere. Wir können es uns leisten, mutig für Jesus zu leben. Und dann, wir können es uns leisten, Gemeinde zu bauen. Corona hin oder her, er wird seine Gemeinde bauen. Die Tore der Hölle werden nicht dagegen stehen. Und das wurde nicht, die Verheißung wurde nur nicht durchgestrichen wegen Corona, sondern erst recht, liebe Ladies, erst recht suchen wir die Gemeinschaft, finden andere Wege, wie wir Gemeinde weiterbauen können. Egal, wer an der Tür steht und guckt, wie wir andere ermutigen können, die Beziehungen warm und frisch halten, nicht Christen erreichen mit dem Evangelium. Sein Rufen wird unser Rufen. Unser Rufen ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Unser Rufen ist, Jugendliche, kommt in sein Haus, wachst auf in sein Haus, dient ihm. Das ist das beste Lebensstil, den es gibt. Ich sage unseren Frauen immer, je älter wir werden, desto mutiger werden wir. Warum werden wir immer so langweilig, je älter wir werden als Christen? Es soll das Gegenteil sein. Und wenn wir 90 sind und dann hier reingehumpelt kommen mit unseren Krücken und Rollatoren und Rollstühlen, Ladies, wir rocken die Bude. Und wir sorgen dafür, dass die jungen Frauen überhaupt keinen Grund haben, woanders ihr Glück zu suchen als hier im Haus Gottes. Nicht weil wir ein flottes Programm haben, nicht nur, sondern weil wir strahlen vor Freude. Und weil es ihm nahe zu sein unser Glück ist. Wir werden laut. Ich bin jetzt 62, ich denke, eigentlich habe ich nichts mehr zu verlieren. Ich habe mich blamiert ohne Ende in meinem Leben, meine Fehler gemacht. Die Kinder sind aus dem Haus, die kriegen nicht mehr mit, wie peinlich ich bin. Was habe ich zu verlieren? Raus mit der Sprache. Je älter wir werden, desto mehr Lärm für den Herrn. Check dich da, ob du wirklich in dieser Schiene bist. Je reifer, nicht Blödsinn natürlich, aber verkündigen. Den Nachbarn. Wir sind alle Missionare. Wir sind missionarisch sein ist nicht nur für Spezialtruppe. Wir sind alle. Das heißt nicht, dass du große Begabungen haben musst. Das heißt, dass du vielleicht ein Kärtchen schreibst an jemand. Dass du eine Ermutigung schreibst, dass du ein Bibelvers einfach in die Hand drückst, eine Einladung zur nächsten Frauenveranstaltung oder zum Gottesdienst nächsten Sonntag oder zur Jugend. Das ist unser Job auf dieser Erde, ist zu verkündigen. Wir haben keinen anderen, sondern als sein Duft spürbar zu machen und spürbar zu machen, dass es einen Unterschied gibt, vor allem in schweren Zeiten zwischen dem Volk Gottes und denen, die Gott nicht kennen. Und wir sind das Schaufenster. Die Stadt auf dem Berg, ihr seid es buchstäblich, das nicht verborgen werden kann. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass das Feuer einfach euch füllt, euch bewegt, dieses fröhliche Leidenschaft, die Gewissheit von der Sprache der Bibel. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht ich denke, hoffe, bete, schön wär's, spekuliere,
denke vielleicht. Ich weiß, das ist die Sprache der Christin, die zur Ruhe gekommen ist. Ich bin überzeugt, dass weder Leben noch Tod mich trennen kann. Es steht geschrieben. Ich kenne den, der mich gerettet hat. Seine Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Nichts mit vielleicht und hoffe ich und schön wär's, sondern Fakten. Nach dem Tod von meinem Vater, ich war wirklich am Ende, Spirale nach unten. Ich dachte, das Leben kann nicht weitergehen. Ich konnte mir die Welt ohne ihn nicht vorstellen. Kann ich zwar immer noch nicht. Aber meine Schwester hat mir geschrieben. Ich habe gesagt, ich soll einen Artikel für Ethos bis morgen schreiben. Was soll ich schreiben? Es ist gar nichts hier, nur Tränen. Und ich saß im Flughafen, hatte mich gerade verabschiedet von meinem Vater und ich wusste, nächster Besuch wird für die Beerdigung sein. Sie schrieb zurück, es ist ziemlich unrelevant, wie du dich fühlst im Moment. Ich dachte, hä? Aber sie hatte recht. Was du weißt, ist jetzt wichtig. Was du weißt und nicht, was du fühlst. Und für uns Frauen ist es wichtig, unser Glauben basiert auf handfesten Fakten. Ich weiß. Und das ist die Hiobsbotschaft, der mich trägt durch die unruhigen Zeiten. Ich weiß, dass mich nichts trennen kann von seiner Liebe. Ich weiß, meine Sünde ist in einem Siegel in einem Sack versiegelt und weggeworfen. Ich weiß, ich gehorche ihm, ich lebe für ihn, ich bin ausverkauft für ihn, nicht weil ich muss, nicht weil ich Punkte dazu bekomme, nicht weil ich ihm seine Liebe verdienen will, sondern wegen dem, was er gemacht hat. Alles, was wir machen, Gemeindebau, dienen, Dienste, Arbeit füreinander, ist nicht, weil ich muss, sondern ich kann nicht anders, nachdem ich Jesus ins Gesicht geschaut habe. Seine Liebe drängt uns, oder? Euch auch. Und wir können nicht rumsitzen und uns bemitleiden mehr. Wir müssen raus und mit dem Evangelium raus und mit unserem Dienen, mit unserer Liebe für Jesus, für unsere Gemeinde, für die Welt, um sie zu gewinnen, für ihn und ihnen zu verkündigen, dass auch sie ihre Ruhe in ihm finden können. Wir wollen jetzt ein Lied dazu singen, einfach als Gebet. Es ist abgeleitet von Psalm 139. Deine Liebe. Nichts kann ich verbergen, denn du siehst mich. Du weißt, wo ich stehe, du weißt, wie ich bin. Doch deine Liebe hält mich. Herr, du siehst, was mich kränkt und mich verwirrt, was mich begeistert und erfüllt. Du siehst jeden Schritt. Du kennst jedes Wort, deine Liebe hält mich. Die Gewissheit, dass du bei mir bist, stärkt die Hoffnung, die niemals erlischt. Im Gewirr dieser Welt spür ich, dass du mich hältst, du wachst über mir. Verstehst, was mein Herz sich ersehnt, wenn ich rufe, hörst du mein Gebet. Wenn der Morgen erwacht, in der Kälte der Nacht, wachst du über mir. Herr, du siehst, was mich prägt und mich bestimmt, auch was ich verschweige, ist dir nicht fremd.
Einfach für jede Frau bitten, die jetzt hier sitzt, die auch im Livestream zu Hause sitzt, Herr, dass du einfach deine Ruhe, die du versprochen hast, es gibt eine Schabbatruhe für das Volk Gottes, dass diese Ruhe jedes Herz füllt, Herr. Ob die Umstände sich geändert haben oder nicht, ob das Problem gelöst oder nicht, oder das Unruheherd entfernt wurde oder nicht. Wir möchten einfach diese Ruhe, die jeden Verstand übersteigt, aus deiner Gegenwart holen. Eine Ruhe, die uns auch durch das Todestal hindurch begleitet und füllt, bis jenseits des Grabes, bis wir dir ins Angesicht schauen und sagen, endlich darf ich den sehen, an den ich geglaubt habe. Du würdest rufen und ich würde antworten. Und ich antworte, Herr, du bist herrlich. Ich bete dich an, in aller Ewigkeit. Danke für diese erstaunliche Erlösung, die uns hilft, geheiligt zu werden, verändert zu werden, ein Segen zu werden für unsere Umgebung, weg von uns zu schauen, auf den Herrn und dann auf die anderen und da unsere Ruhe und Frieden zu finden, deine Gemeinde mitzubauen, diese Stadt, für diese Stadt ein Licht auf dem Berg, Salz der Erde zu sein, dass sie diese Herrlichkeit sehen kann und jedem Widerstand einfach ins Gesicht zu schauen mit der strahlenden Freude eines Kindes Gottes und sagen, der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Der wird überwinden. Wir danken dir für diese verwandelnde, verändernde Kraft des Herrn Jesus, der Auferstehung in unserem Leben, die uns einfach zur Ruhe bringt und uns hilft, diese Ruhe an andere weiterzugeben und sie auch einzuladen in diese Ruhe, auf dass dein Haus voll wird, dein Evangelium verkündigt wird, das Heil jeder Kreatur bekannt gemacht wird in unserer Zeit, die so voller Unruhe ist. Danke, Jesus. Danke. Wenn der Morgen erwacht in der Kälte der Nacht, wachst du über mir. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute Nachmittag.
Ja, liebe Nicola, du kannst auch bitte ein bisschen vorne bleiben. Wir möchten dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen Dankeschön sagen, dass du uns mit deiner Begeisterung angesteckt hast und dass du uns Mut gemacht hast mit deinem Vortrag und auch, dass du uns einfach nochmal daran erinnert hast, es ist nicht wichtig, was wir fühlen, sondern es ist wichtig, das, was wir wissen. Und dafür sagen wir dir von ganzem Herzen Dankeschön. Und damit du uns halt nicht so schnell vergisst, haben wir dir ein ganz kleines Geschenk noch vorbereitet, das du dann mitnehmen kannst. Und wenn du das dann genießt, kannst du ja an diesen Corona-Frauen-Nachmittag einfach mal denken, ne? Das werde ich machen. Vielen Dank. Vielleicht denkt ihr jetzt, diesen Vortrag, den würden wir uns so gerne noch einmal anhören. Und da habe ich eine gute Nachricht für euch, das könnt ihr. Denn der Vortrag ist aufgenommen worden, beide Teile. Und den könnt ihr dann bei YouTube von uns, also auf dem Kanal von unserer Seite auf YouTube nachhören, so oft ihr es möchtet. Wir vom Frauenteam möchten ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen an alle Helfer, denn ja, ohne euch wäre so ein Nachmittag nicht möglich. Da wurden die Einladungen ganz liebevoll gestaltet und designt. Da wurden, ja, unten haben wir ja schon gehört, dass die Jungs aus der Jugend so kräftig vorbereitet haben, wir es genießen konnten. Danke euch Technikleute, also mit euch konnten jetzt so viele Frauen dabei sein, trotz der Entfernung. Und ich glaube, mir fällt gar nicht ein, wer noch alles mitgeholfen hat. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch allen. Es ist echt schön, dass man einfach so einander unterstützen kann. Ja, wir möchten euch allen jetzt, also allen Frauen vor Ort, möchten wir jetzt eine gute Heimfahrt wünschen und euch allen eine richtig gute und gesegnete Woche. Seid behütet. Thank you.